Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Bei einem Wohnhausbrand in Künzing, Kreis Deckendorf, ist in der Nacht ein Mann verletzt worden. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen. Der alleinlebende 81-jährige Bewohner wurde durch einen Rauchmelder geweckt. Beim Versuch, die Flammen selbst zu löschen, erlitt er Gesichtsverletzungen und eine Rauchvergiftung. Die Küche brannte völlig aus. Angrenzende Räume wurden durch die starke Rauchentwicklung stark verrußt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Brandursache war vermutlich ein defektes Küchengerät. Für eine Frau aus Vilshofen ist ein wahrer Albtraum zu Ende gegangen. Ihr Lebenspartner hatte die 35-Jährige mehrmals brutal zusammengeschlagen. Unter anderem trat er ihr mit Füßen ins Gesicht, bis sie das Bewusstsein verlor. Die Polizei hat den rabiaten Mann jetzt festgenommen. Gegen den 37-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Die JUSO-Vorsitzende Johanna Ückermann fordert den Rücktritt von FC Bayern-Präsident Hoeneß. Angesichts von plötzlich 18,5 statt wie bisher angenommenen 3,5 Millionen Euro Steuerschuld müsse Hoeneß jetzt in jedem Fall zurücktreten, sagte die niederbayerische SPD-Politikerin. Auch das verharmlosende Gerede vom Fehlverhalten findet die Mitterfelserin unerträglich. Steuerhinterziehung ist kriminell und gehört bestraft, so Ückermann wörtlich. Bei dieser Summe kann es laut Ückermann auch keine strafmildernden Umstände für Hoeneß geben. Paukenschlag am Theater an der Rotz. Intendant Karl M. Sibelius verlässt offenbar das Theater. Er soll im Sommer 2015 ans Trierer Stadttheater wechseln. Das berichtet die Trierer Zeitung Volksfreund. Triers Kulturdezernent Thomas Egger und seine Findungskommission haben Sibelius überraschend für den Intendantenjob vorgeschlagen. Sibelius war erst 2012 ans Theater an der Rotz gekommen. Zum Eishockey. EVL gibt zugunsten des Sports klein bei. Der EV Landshut wird sein erstes Playoff-Viertelfinale morgen bei den Ravensburg Tower Stars bestreiten. Damit verzichtet Landshut auf sein Heimrecht. Dies entschied der Geschäftsführer der LES GmbH Christian Dohnbeck, der damit auf eine rechtliche Auseinandersetzung verzichtet. Hintergrund sind Ungereimtheiten im Regelwerk. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.